Ich glaube, hier sind wir sicher. Joel? Joel! Scheiße! Joel! Hier! Ah. Steh auf, steh auf, steh auf! Sag mir, was ich tun soll! Komm schon! Jetzt steh schon auf! Joel! Sehnsüchtig erwartet wurde der erste Story-DLC, The Left Behind, der Entwickler Naughty Dog. Jetzt gibt es ihn endlich im Store zu kaufen. Das Hauptspiel zählt sich schon mit Fug und Recht zu einem der besten, wenn nicht sogar zu dem besten Spiel 2013. Die Erwartungshaltung ist dementsprechend groß. Wir haben uns für euch den DLC angesehen und berichten euch, ob Naughty Dog der immensen Erwartungshaltung gerecht wurde, uns ein weiteres Mal aus den Socken zu hauen, oder ob am Ende nur heiße Luft bleibt. Du bringst mich jetzt nicht um, oder? In der angekündigten Vorgeschichte der Protagonistin taucht Riley, die beste Freundin Alice, nach unzähligen Tagen der Verschollenheit wieder auf und bittet diese darum, ihr ins Einkaufszentrum zu folgen. Sie möchte ihr etwas zeigen. Nebenher erfahrt ihr mehr vom Hauptspiel. Genauer gesagt, was geschah, als der schwerstverletzte Joel von Ellie zunächst in Sicherheit gebracht wurde und sie sich daraufhin aufmacht, für ihn Medizin und Verbandszeug zu beschaffen. Somit wird die ärgerliche Storylücke geschlossen. Sollte man das Hauptspiel längere Zeit schon nicht mehr gespielt haben, existiert die Möglichkeit, mal mehr, mal weniger sichtbare Hilfen einblenden zu lassen. Sehr löblich! Da die beiden Handlungsstränge des Spiels immer gleichermaßen erzählt werden, bleibt immer eine angenehme Spannungskurve zwischen dem zumeist ausgelassenen Part mit Riley und der düsteren Atmosphäre im Hauptspielstrang erhalten. Das Gameplay toppt das des Hauptspiels sogar noch um ein i-Tüpfelchen. Ihr könnt nämlich Klicker auf die euch verfolgenden Jäger hetzen. So spart ihr euch meistens das Ausschalten letzterer. Ansonsten gleicht das phänomenale Gameplay dem des Hauptspiels wie ein Ei dem anderen. Der DLC erzählt die rührende Story rund um die beiden besten Freundinnen, wie es kaum einem anderen zuvor gelungen ist. Die unglaubliche Verbundenheit der beiden wird für den Spieler von Minute zu Minute spürbarer. Und genau damit trifft The Left Behind genau ins Schwarze. Der Hauptstrang dagegen wirkt eher zweckmäßig, jedoch sehr unterhaltend aufgrund der atmosphärischen Kämpfe gegen Menschen und Pilzwesen. Besonders happig fallen im Grunde nur die 15 Euro ins Gewicht, mit denen der DLC zu Buche schlägt. Eigentlich bietet der nur rund 2 Stunden umfassenden Spielinhalt, doch aufgrund der einmaligen Authentizität des Spiels würde ich den Preis eher als Investition in eine Nachfolge ansehen. Ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Leck mich, Skelett.